Jetzt ist hektische Betriebsamkeit. Die ganzen Kernkraftwerke müssen jetzt ohne Tabus geprüft werden, heißt es, nicht? Ohne Tabus, aber nur die Kraftwerke ohne Tabus. Was ist mit den Kraftwerken, die ein Tabu haben? Werden die auch geprüft? Dafür gibt es den Rat der Weisen. Die Regierung hat einen Rat der Weisen eingerichtet. Die sollen die Regierung der Blöden jetzt beraten. Natürlich war das kein Trick mit dem Atommoratorium. Das wissen wir doch. Das war kein Wahlkampftrick. Nein, sagen wir es anders. Hätten die Baden-Württemberger vor 3 Wochen anders gewählt, da wären die Kraftwerke am Tag danach wieder sicher gewesen. Jetzt ist Stresstest angesagt. Und jetzt muss ausgestiegen werden. Und schon Geister- und Horrorzahlen durch die Zeitungen, was das alles kostet. Der Ausstieg aus der Kernenergie, 3 Milliarden Euro pro Jahr soll der schnelle Ausstieg kosten. Wer soll das bezahlen, schreit der Deutsche. 3 Milliarden Euro im Jahr, wir sind 80 Millionen Bürger. Das sind für jeden von uns 3,13 Euro im Monat. Wer kann auf so viele Tassen Kaffee verzichten? Das sind doch Unsummen. Was machen Sie, sind immer verrückt. Ne? Vor einem halben Jahr haben Sie es erklärt, wenn wir die maroden Kraftwerke jetzt sofort alle abschalten, dann sitzen wir hier im Dunkeln. Dann haben Sie die Kraftwerke auf einen Schlag alle abgeschaltet und es ist immer noch hell genug, dass man sehen kann, wie bescheuert die Regierung ist. Jetzt heißt es, ja, wenn wir jetzt noch eins abschalten, dann sitzen wir aber im Dunkeln. Ja, die Älteren erinnern sich, das ist wie damals, als Kalka und Wackersdorf nicht zu Ende gebaut wurden. Da haben wir auch jahrelang im Dunkeln gesessen. Was haben die uns immer erzählt? So ein GAU passiert doch alle 10.000 Jahre, nur richte ich nicht so auf, alle 10.000 Jahre. Na jo, Harrisburg war 79, Tschernobyl war 86. Da waren die ersten 10.000 Jahre schon mal um. Jetzt sind schon wieder 10.000 Jahre um. Kein Wunder, dass die Regierung Merkel so alt aussieht, oder?